Einen wunderschönen guten Abend, liebe Ritter, liebe Burgfräuleins, liebes Fußvolk. Herzlich willkommen zur Tonnelon Schwertkampfanalyse und an meiner Seite der Experte aller Experten. Ich freue mich sehr auf ihn, der Schwertkampf-Europameister aus dem Jahre 1080, Ritter Walz aus der Pfalz. Guten Abend. Ich sage an der Stelle immer fast Weltmeister und erinnere mich an diesen schaurigen Zweikampf mit dem Argentinier, mit Buruchaga. Warum habt ihr den damals nicht einfach umgehauen? Ich wollte, aber er war leider schon zu weit weg. Naja, gehen wir in die Gegenwart. Das allergrößte Highlight gleich zu Beginn, das war das ewig junge Duell zwischen dem Ritter Errol Flynn auf der einen Seite und auf der anderen Ritter Eisenhardt am Hofe von König Alfred. Und es schien doch eine klare Angelegenheit zu sein. Auf jeden Fall. Auf der einen Seite Errol Flynn, jung, gerade erst siegreich, aus der Schlacht zurückgekehrt. Und auf der anderen Seite Eisenhardt, der ewige Zweite, der seine beste Zeit, die er übrigens nie hatte, längst hinter sich hat. Und doch kam dann alles anders als gedacht, Ritter Walz. Ja gut. Am Anfang läuft alles ganz normal. Wir sehen hier, wie Errol Flynn Eisenhardt vor sich hertreibt und Eisenhardt Mühe hat, sich zu verteidigen. Aber mal ganz ehrlich, hätte Errol Flynn an der Stelle nicht schon den Sack zumachen müssen? Ja, wir sehen aber auch, dass der König viel zu wenig Abstand zum Geschehen einnimmt, sodass Eisenhardt sich hinter ihm verstecken kann. Eine schwierige Situation für Errol Flynn. Was hätte er da machen müssen? Normalerweise müsste er hier einfach Ruhe bewahren. Aber wir sehen hier, dass er diese Ruhe nicht hat und einfach weitermacht. Und so nahm das Unheil seinen Gang. Mal ganz ehrlich, Ritter Walz, hätte man das Duell an dieser Stelle nicht schlicht und einfach abbrechen müssen? Naja, normalerweise macht man in so einer Situation nicht weiter. Mhm. Aber die Königin hat entschieden. Und wer widerspricht einer Königin? Ja, aber es stellt sich trotzdem noch die weitere Frage, war da überhaupt ein faires Duell noch möglich? Ja, wir sehen hier, dass Ritter Errol Flynn versucht, so weiterzumachen wie am Anfang. Aber da sieht man, wie Eisenhardt endlich mal sein Herz in die Hand nimmt. Und jetzt gucken wir uns mal den Konter an. Das ist doch ein perfekter Move, oder? Ja, schon. Perfekt getroffen. Und ein verdienter Sieg, Ritter Walz? Glücklich, aber nicht unverdient. Er konnte die Situation am besten annehmen. Genau. Und deswegen ist er auch als Sieger vom Platz gegangen. Mhm. Leider schade für die Prinzessin. Warum? Weil sie jetzt Eisenhardt heiraten muss und nicht Errol Flynn, der Favorit. Der Sieger gehört der Prinzessin und sie will ihn gar nicht. Genau.